Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Ja, in dieser Folge werden wir uns auf der Suche nach Magnetit begeben, denn ich habe nachgesehen. Und zwar, wir stehen gerade davor, Seebotten Tiefenmodul Stufe 2. Vastalbahn, Magnetit, emiliertes Glas. Alles kein Problem, bis auf das Magnetit, denn wir haben leider keins mehr. Bedeutet, wir werden uns jetzt gleich mal auf den Weg machen. Schade, immer noch nichts drin. Und ich drücke auch noch die falsche Taste. Wir werden uns jetzt mit der Seemotte auf den Weg machen in tieferes Gebiet. Wir haben mittlerweile das Abwehrmodul zumindest reingebaut für die Sea Reaper. In der Hoffnung, dass wir das Ganze dann dementsprechend überleben werden. So, wir sind bei 87% reparieren, könnte ich es eigentlich auch mal schnell. Batterien haben jetzt keine dabei. Ich gehe allerdings mal davon aus, dass unser Scanner und so weiter eigentlich noch ein bisschen Saft hat. So, wir werden uns jetzt das nächste Seewrack suchen. Oh, was ist das für ein Wrack? Das ist die Rettungskapsel 4, glaube ich, die da angezeigt wird. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall einmal in diese Richtung begeben, in der Hoffnung, dass wir dort Magnetit finden. Das sollte normalerweise der Fall sein, wenn wir dementsprechend tief nach unten gehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf die 300 Meter bis tiefer gehen, denn wir können ja selbst auch ein bisschen noch tiefer tauchen. Des Weiteren werden wir gleichzeitig noch mit das Zyklop, wie heißt es, Energietriebwerk, Energieimpuls, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses Zyklop-Triebwerk finden. Denn da fehlt uns nur noch ein einziges Teil und dann können wir endlich die Zyklop bauen. Das ist letztendlich, Das ist ganz schön verbuggt hier. Die fliegen hier einfach durch den Boden. Hat man es gerade gesehen? Der hier. Einfach durch den Boden gerauscht. Eigentlich dürfen die sich nämlich hier gar nicht aufhalten. Die müssten ein bisschen tiefer sein. Ein bisschen verbuggt im Moment. Die Zyklop ist nämlich letztendlich das große Untersee-U-Boot, mit dem man letztendlich hier durch die Gegend fliegt. Beziehungsweise nicht fliegt. Wieso komme ich dauernd auf fliegt? Fährt. Ich glaube, unter Wasser fährt man. Wenn jemand etwas anderes dazu denkt, schreibt mir das bitte mal. Weil ich glaube, unter Wasser sagt man fährt. So, wir sammeln auch ein bisschen von denen hier ein. Denn ich habe die Hoffnung, dass ich darin nicht nur Blei finden werde, sondern auch Silber finden werde. Denn wir haben fast kein Silber mehr. Gold brauchen wir letztendlich auch. Wir haben... sagen wir einfach, wir haben extreme Ressourcenknappheit. Da ist jetzt Silber. Wir müssen ganz dringend ein bisschen mehr Ressourcen finden. So, wo ist denn überhaupt mein Seekleider? Den bräuchte ich einmal auf der 3. Ne, das ist keine Ablagerung. Da ist noch eine. Logischerweise, wir sind jetzt wieder in einem Biom unterwegs, wo es schon mal um einiges gefährlicher wird. Gerade durch diese Stromtiere müssten wir eigentlich auch mal fast scannen. Ich habe allerdings ein bisschen Schiss, mich denen so weit zu nähern. Na, Blei ist... nicht gut. Silber ist gut auf jeden Fall. Da haben wir jetzt schon einiges eingesammelt. Und Gold. Gold haben wir auch nicht mehr so viel. Oh, Schieferablagerung ist auch gut. Denn Diamanten haben wir auch fast keine mehr. Es fehlt einfach überall. So, auf jeden Fall Ablagerung. Oh, ganz schön viele. Magnetit werden wir definitiv erst tiefer finden. Das sind wir momentan. 200 Metern ist noch kein Magnetit. Ich glaube, ab 300 Metern ungefähr dürfte dann so langsam Magnetit kommen. Das klebt normalerweise auch so an der Wand. Notfalls müssen wir noch mal einmal zurück zur Insel, zur zweiten Insel letztendlich. Und dort werden wir auf jeden Fall Magnetit finden. Denn da weiß ich ganz genau, wo es ist. Oh, 49%? Also sind wir bei 49%. Okay, das ist auch schlecht. Das ist das, was ich mal gemeint habe vor einigen Folgen, dass wenn man eben in der Fahrt aus der Seen oder aussteigt, man sich letztendlich selbst überfährt. Und dadurch kann man auch wirklich sterben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, ich warne jetzt vor etwas, wo ich mich selbst nicht dran halte, aber man sollte aufpassen. Oh, Rettungskapsel 12. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Wir bleiben auch. Mal in der Hoffnung, dass meine Seemotte das Ganze überlebt. Oh, und wir haben eine Datenbox. Stoßkanone. Die kennen wir allerdings. Ja, die kennen wir bereits. Schade, leider nichts Neues. Stoßkanone, Baupläne. Aber ein PDA. Aufzeichnung vom Schiffsarzt. Wenn wir jetzt aber schon mal hier draußen sind, dann nehmen wir jetzt schnell noch das eine oder andere Silber mit. Oder auch Gold. Ah, Silber und Gold, sehr schön. Ich hoffe nur, dass meine Seemotte das Ganze überlebt, weil die wird hier dauernd akkartiert. 100%, okay. Momentan hat sie es noch überlebt.
Boah, vor ausbrechenden Vulkanen sollte man sich natürlich auch fernhalten. Ist auf jeden Fall nicht das Gesündeste. So, hier haben wir eine kleine Höhle, ist auch immer gut. Dort haben wir nämlich Rubin auf jeden Fall schon mal. Aber wir hören uns jetzt schnell mal die Aufzeichnung an, die wir eingesammelt haben. Baupläne ist nicht. Überlebende der Aurora. Aufzeichnung von Schiffsarzt. Bingo. I'm not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. Oh, okay. Wir haben wohl jetzt etwas erfahren über diese Infektion. Und zwar hat er letztendlich gesagt, ja, er hat Hautirritation. Was ist denn jetzt kaputt? Er hat Hautirritation durch eine ominöse Krankheit. Die haben wir leider ja auch. Da wir uns schon mal selbst gescannt haben und wir infiziert angezeigt bekommen haben, wissen wir, dass wir auch infiziert sind. Jetzt sind die... Oh, Uranit. Sehr schön. Und wir haben eine neue Kommunikationsnachricht. Oha, ich hoffe, ich verschwimme mich jetzt hier nicht. Oh, das ist eine das ist eine richtig große Höhle. Oh, und heiß. Okay, wir müssen hier leider hier weg. Mir fehlt der Anzug dafür. Da brauchen wir den verstärkten Anzug letztendlich, damit wir eben die Hitze aushalten. Aber da ist auf jeden Fall ein großer Höhleneingang. Ich sollte mir angewöhnen, eine Signalboje mitzuführen. Fällt mir gerade so ein. Dann könnte ich nämlich das Ganze hier markieren und würde hier wieder herfinden. Das finde ich nie wieder. Das war auch nicht gerade die beste Idee, durchzufliegen. Schade. Die Höhle wäre interessant gewesen, aber wenn ich noch tiefer reingegangen wäre, wäre ich letztendlich draufgegangen. Da ich keine Hitzeabsorption habe. Okay, merken, Signalboje auch noch mit einpacken auf jeden Fall. Okay, wir gehen etwas tiefer nach unten. In der Hoffnung, dass wir dann dementsprechend Magnetit aufsammeln. Und aber auch in der Hoffnung, dass wir von nichts gefressen werden, was irgendwie riesengroß ist. Denn das dürfte jetzt dann zu langsam aus sicher der Fall sein. So, wir sind auf 300 Metern. Bedeutet, wir können nicht wirklich tiefer. Oh, und jetzt sieht man die ersten infizierten Haie. So, und hier dürfte auch irgendwo dann das Triebwerk der Zyklop rumliegen noch. Wir schauen mal. So, am Hai vorbei. Eine Höhle. So kleine Einbuchtungen bzw. kleine Höhlen sind immer super für Ressourcen. Ah, Rubin nehmen wir auch gleich. Ja, Rubin nehmen wir mit. Stiefablagerung können wir auch mitnehmen. Da ist ein Diamant drin. Ja, Diamant ist drin. Rubin nehmen wir mit. Da ist noch eine. Salz liegt hier auch relativ viel rum. Allerdings Salz kriege ich jetzt mittlerweile ja durch meine Wasserfiltermaschine. Deswegen brauche ich das nicht mehr einsammeln. Seltsame Geräusche. Wir laden schon mal auf. Okay, nur ein Hai. Sind bei 85%. Das geht allerdings noch. Da ist auch wieder eine Höhle. Komme ich da rein und wieder raus? Das ist die andere Frage. Mach mal Licht an. Da ist eine Stiefelablagerung. Okay, die nützt mir jetzt nichts. Da liegt ein Ei. Uah. Ich sollte nicht zu viel anecken. Wir reparieren erstmal. Hier, die einen, zwei Ablagerungen, die lassen wir jetzt hier liegen. Ich bin eigentlich auf der Suche ja nach Magnetit gewesen. Wir sind dafür eigentlich schon wieder ein bisschen zu hoch. Das war ein Volltreffer. Allerdings habe ich mehr oder weniger ihn gerammt, als er mich. So, das sind Schieferablagerungen, Schieferablagerungen, Schieferablagerungen. Die sehen letztendlich mit dem... Sehen relativ gleich aus mit...
Hau ab! Das war letztendlich diese Schockwelle. Die eigentlich hauptsächlich für die Großen da ist. Man kann auch die Haie damit abhalten, aber eigentlich ist es für die... What the hell ist dieser Schatten? Wieso ist hier so ein riesen Schatten? Alter, das macht mich mehr als nervös. Ah, Zerstörungstiefe erreicht. Alter, ich weiß ja, dass hier Tiere sind, die um ein Vielfaches größer sind als so ein Hai. Ich bin mega nervös. Scheiße, da ist es. Das da. Könnte es bitte irgendwo anders hingehen? Hier ist ein Frack. Nein, natürlich nicht. Es kommt genau auf mich zu. Wie immer. Boah, hau ab. Hier ist ein Frack. Ich will da hin. Ja, die Richtung ist super. Ach, wir sind an... Ah, wir sind an der Aurora. Hier, wir suchen das Weite. Das Problem ist, wir machen natürlich, wenn wir jetzt dementsprechend abhauen, machen wir Krach und dann locken wir den auch an. Auch beispielsweise, wenn wir jetzt das Licht anmachen, locken wir den auch an. Dies bedürfte jetzt mittlerweile schon wieder weit weg sein. Hier, wir werden jetzt einmal hier dementsprechend entlang reisen und zwar an der Kante. Wir sind jetzt wieder bei der Aurora gelandet, da wollte ich eigentlich nicht hin, ich wollte genau in die andere Richtung. Nämlich eigentlich in diese, wo ich jetzt unterwegs bin. Ein Kompass wäre wirklich sehr hilfreich. Man konnte sich einen bauen, allerdings ich scheine den Bauplan dafür noch nicht zu haben. Das ist momentan noch ein Problem, weil daran konnte man sich wirklich ein bisschen orientieren zumindest. War ganz hilfreich. So, wie viel Energie haben wir eigentlich? Wir haben 86 Energie, ne? Das reicht auf jeden Fall. 237 Metern, wir schauen mal, was wir so finden. Oh, das sieht nach... Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. 306 Meter, 302 Meter. Ja, wir kommen zur Insel. Hier gibt es auf jeden Fall Magnetit, das weiß ich. Und hier müsste es auch dann die Antriebsteile der Zyklum noch geben. Die wir brauchen. Allerdings auch wieder ein dieser Reaper. Wir sind nicht allein. Man hört es schon. So, hier dürfte irgendwo Magnetit rumliegen. Bin ich mir relativ sicher. Nee, das ist Schiefer. Das ist Magnetit. Oh, Flüssigkeitsmangel. Gut sei Dank haben wir Zeug mitgenommen. Sogar zweimal. Sehr schön. Packt einmal das Zeug hier rein, dass es komplett weg ist. So, Magnetit. Wir brauchen allerdings gleich ein bisschen mehr. Was sind das für Lichter? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Boah, lass mich in Ruhe. Ich will hier nur Magnetit einsammeln. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Wir laden schon mal auf. Das Problem ist, dieses Aufladen, es kostet mich sehr viel Energie. Und ich habe nicht wirklich so viel Energie, die ich verschenken kann. So, Magnetit. Hier haben wir eine ganze Menge. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal komplett mitnehmen. Da ist noch Lithium, das nehmen wir auch mit. Magnetit, ja, scannen müssen wir es auch nochmal. Gerade an diesem Vulkan. Alter Schwede. Mach mich nicht so nervös. Boah, dieses Geräusch. So, wo haben wir denn hier noch einen Kofferraum? Da ist noch ein Kofferraummodul. Machen wir jetzt erstmal komplett voll, dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was einsammeln. Dann lohnt sich das Ganze aus. So, Magnetit, wir haben, glaube ich, 3 Stück im Moment. Ich hätte noch gern ein bisschen mehr. Ich hätte gern so 7, 8 Stück. Ein bisschen was auf Vorrat ist nicht verkehrt von dem Zeug zu haben. Da klebt noch eins. Ja, hier sind wir letztendlich im heißen Gebiet. Das kostet uns hoffentlich allzu viel Energie. So, klebt hier noch irgendwo Magnetit an der Seite? Ne, das ist Lithium.
Das sind die normalen Ablagerungen, die bringen es letztendlich leider auch nicht. Das ist auch eine normale schiefe Ablagerung. Magnetit. Nee, Schiefer, Schiefer. Der Unterschied ist wirklich nicht groß. So, das ist Lithium. Na komm, Lithium nehmen wir auch nochmal mit. Wir müssen unsere Hülle sowieso noch ein bisschen verstärken. Nee, schade. Lithium ist echt schwer zu... Magnetit ist echt schwer zu finden. Lithium geht eigentlich. Magnetit ist schwer zu finden. Okay, wir machen uns jetzt hier auf der Seite nochmal auf den Weg. Da wäre ein Gesack. Allerdings, die haben wir ja mittlerweile angebaut. Da haben wir erstmal kein Problem mehr damit. Da haben wir eine ganze Menge davon. So, ich möchte hier allerdings... Da unten leuchtet was. Allerdings, das ist auch schon wieder zu tief. Ich kann höchstens mal... Wir könnten mal mit unseren Seekleider hinschwimmen. Komm, was soll's. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwo an der Seite hier Magnetit kleben sehe. Schwimmen wir einmal tiefer nach unten. Ah! Yes! Zyklop-Maschinenfragment. Bingo! Damit können wir den Zyklo komplett bauen. Sehr schön. Dann hat sich der Ausflug mehr als gelohnt. Wir haben Magnet. Boah, wir haben Magnetit. Und wir haben die komplette Zyklop. Sehr schön. So, was war das für ein Leuchten? Da leuchtet's. Oh, ein Frack. 150. Muss aufpassen, dass meine Luft nicht ausgeht. Lebensform Zuchtbälder. Sehr geil. Sehr geil. Hier ist ein großes Frack. Ist jetzt endlich das Problem. Da ist meine Seemotte. Ich komme da nicht hin, weil meine Seemotte noch nicht tief genug tauchen kann. Das würde mir jetzt zu anstrengend werden, immer hin und her zu tauchen, weil das Wrack doch etwas größer aussah. Wir haben allerdings jetzt die Lebensform Zuchtbehälter. Das heißt, wir können Eier einsammeln und können diese dann dementsprechend ausbrüten. Sodass wir unser eigenes kleines Aquarium letztendlich in unserer Basis haben. Das ist genial. Das werden wir auf jeden Fall bauen, sobald wir zurück sind. Der Ausflug hat sich mehr als gelohnt, würde ich sagen. Wir haben Magnetit, wir haben die Zyklo komplett, wir haben den Zuchtbehälter gefunden. Genial. So. Allerdings ein bisschen mehr Magnetit habe ich mir eigentlich erhofft. So, da wäre Uranit, würde hier am Fels kleben. Das brauche ich allerdings jetzt erstmal auch nicht. Da klebt noch mehr Uranit. Na, das war ein Warper, was ich da gehört habe. So, Uranit, Uranit, Uranit. Normale Ablagerung. Hier habe ich wieder die Chance auf Magnetit, glaube ich. Gerade bei diesen Lava-Felsen. Die sind zwar extrem schwierig, weil die eben auch Damage machen. Dafür habe ich hier, glaube ich, wirklich die besten Chancen auf Magnetit. So, da ist Lithium. Normale schiefe Ablagerung. Ja, auch nur normale schiefe Ablagerung. Schade. Oh, da wäre auch noch ein Antriebskern. Ja. Boah, Alter! Alter, hab ich einen Schreck gekriegt. Um Gottes Willen. Okay, er hat uns nicht wirklich viel Damage gemacht. Ich habe es Gott sei Dank jetzt aufgeladen gehabt. Man sieht es hier. Wir sind an der zweiten Insel angekommen. Und zwar hier bei diesem Alien-Gebäude letztendlich. Da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin, aber jetzt bin ich schon da. Ich kenne es natürlich, das Ganze, weil ich bis dahin natürlich schon gespielt habe. Aber wir haben dieses Alien-Gebäude jetzt gefunden, auf der zweiten Insel auf jeden Fall. Da werden wir uns allerdings später dann noch mit beschäftigen. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Deswegen gehen wir jetzt da erstmal weiter. Und zwar möchte ich dann eigentlich zurück in Richtung meiner Basis. Boah, der Reaper... Alter Schwede. Ich habe einen Herzschlag von 180. Einfach von hinten. Das ist so gemein. Alter Schwede. Oh, okay. Ich weiß, was ich als Thumbnail nehme. Ja, der leider treibt sich natürlich hier auch ein Reaper rum auf der Insel. Deswegen muss man da dementsprechend aufpassen. So, wir suchen jetzt nochmal hier unten. Ich würde wirklich gerne ein bisschen Magnetit mitnehmen, denn ich glaube nicht, dass das großartig reichen wird. Für das, was ich alles mit dem Magnetit vorhabe. Wir schauen mal. Hier sind diese schwebenden Inseln. Die haben wir ja, glaube ich, schon gesehen und waren hier schon mal. Allerdings nicht ganz so tief. Jetzt sind wir auf 200 Meter mittlerweile. Hier gibt es extrem viele Haie. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich mache einen das Leben schwer. Oh, ein Frack.
Das nehmen wir noch mit. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, gesucht und nicht gefunden. Problem ist hier, man muss extrem aufpassen, denn die Haie zerstören einen gerne die Seemotte. Hm. 21%. Sage ich es nicht. Okay, wir müssen irgendwo die Seemotte parken. Die Frage ist, wo? So, wir haben noch 71%. Ich würde die gerne hier parken, aber ich weiß nicht, ob die das überlebt. Oh, da ist eine Datenbox. Boah, ich weiß nicht, ob die das überlebt. Boah, verschwindet. 70%. Ich kann halt auch nicht unendlich damit feuern. Müsste die irgendwo verstecken. Licht vor allem erstmal aus. Besten eigentlich hier irgendwo reinsetzen. Hier rein, zwischen rein. Auf jeden Fall nochmal reparieren das Ganze. Boah. Eine Geräuschkulisse. So, 18%, das wird auch nicht mehr ewig reichen. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Und zwar, hier ist der Eingang. Hält das an? Ja, hält an. Für diese Folge war es das Ganze. Wir sind extrem weit gekommen. Wir haben die komplette Zyklop fertig. Wir haben den Zuchtbehälter fertig. Wir haben Magnetit gefunden. Wir haben den Reaper das erste Mal live gesehen. Hautnah, leider viel zu nah. Und ja, es hat sich gelohnt, die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder wenn ihr mir ein Abo da lasst und sage, macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei Subnautica.